Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Prozis hat mir die neuen TWS-Kopfhörer geschickt. Die heißen Prozis Vibe und die sind super interessant, deswegen schauen wir uns die mal genauer an. Bevor es aber richtig losgeht, schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an. Die Verpackung sieht erstaunlich hochwertig aus. Das hat mich tatsächlich überrascht, denn vor allem im Vergleich zu den bisherigen Prozis Produkten, die ich jetzt hier hatte, ist das schon ein gewaltiger Schritt. Ich meine, hier gibt es jetzt die Vibe, also die Kopfhörer selbst, und noch das Case inklusive verschiedener Ohraufsätze, ein Ladekabel und noch etwas Papierkram. Es gibt ja sehr viele solcher In-Ear-Kopfhörer, also gerade Apples AirPods sind natürlich hier der Vorreiter, doch hier gefällt mir besonders gut, wie das matte Schwarz, also die Optik, ein dunkles und durchaus cooles Design hat. Es gibt einmal die Schrift des Herstellers auf dem Case und auf den Ohrsteckern, aber ansonsten ist das ganz schön schlicht und sehr clean gehalten. Übrigens verlose ich genau diese Kopfhörer hier auf Instagram, also aktuell gerade. Also wenn ihr Bock drauf habt, gerne dort einmal vorbeischauen. Die Kommunikation funktioniert auf Instagram deutlich besser als auf YouTube. Und also wenn ihr für zukünftige Gewinnspiele, für Giveaways oder auch sonstige Behind the Scenes auch mal ein bisschen mehr sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal den Instagram-Kanal ab. Zur Technik gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die Prozis Vibe sind aber nach IP54 zertifiziert. Daher sind sie dann auch gegen Spritzwasser geschützt. Also könnt ihr super gerne die Kopfhörer auch beim Sport tragen. Schweiß macht da überhaupt gar nichts aus und ihr könnt die auch gerne mal, ja, ich würde sagen, feucht wischen, dass sie auch ein bisschen sauber bleiben. Der rechte Hörer dient hierbei übrigens als Master. Das heißt, wenn man jetzt nur einen Kopfhörer drin haben möchte, dann muss es tatsächlich immer der rechte sein. Man kann hier übrigens alles auch von den Kopfhörern selbst steuern, also Play, Pause, vor und zurück natürlich genauso wie laut und leise. Das funktioniert alles per Touch, genauso wie übrigens auch die Sprachassistenten auf dem Smartphone kann man von den Kopfhörern aus steuern. Von daher ist das eigentlich das komplette Programm hier gleich mit dabei. Für knapp 79 Euro bekommt ihr die schon. Ich habe euch natürlich wie immer bei Prozis einen 10% Link. Ich verlinke euch natürlich alles in der Videobeschreibung. Ich hatte sie bisher als sehr angenehm empfunden, also der Tragekomfort ist wirklich nicht schlecht und auch sonst gibt es eigentlich auch guten Sound. Dafür sorgen jetzt zum Beispiel die 6mm Treiber. Mir hat besonders eigentlich auch der Bass beeindruckt, also das ist mein persönlicher Geschmack, ich mag basslastigen Sound, aber man bekommt hier auch richtigen Druck bei den Kopfhörern. Also bei den Höhen muss ich zugeben, da habe ich andere Kopfhörer schon gesehen, die irgendwie ein bisschen präziser waren, aber alles in allem ist das, ja, also die klingen richtig gut. Wenn einem etwas jetzt nicht besonders gut gefällt, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man in dem Smartphone einfach den Equalizer ein bisschen verändert und schon hat man hier tollen Sound. Maximale Lautstärke fand ich eigentlich auch in Ordnung. Übrigens, in Ordnung ist auch die Active Noise Cancelling, weil die gibt es hier nämlich auch mit dabei. Man kann sie nur an- und ausschalten, okay, das ist nichts wahnsinnig Besonderes. Hier merkt man aber einfach, ja, den Unterschied zu beispielsweise zu Apples AirPods, aber die kosten mehr als doppelt so viel. Von daher sind die hier eigentlich ganz gut. Also für den Preis kann ich sie eigentlich schon, ja, ich würde sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich meine, der Akku hebt euch auch gute 8 bis 9 Stunden, je nachdem natürlich, wie laut ihr Musik hört und ob ihr das ANC natürlich angeschaltet habt oder nicht. Ansonsten gibt es in dem Case noch tatsächlich 25 Stunden obendrauf. Das heißt also, ihr habt eine ganze Weile lang euren Sound immer mit dabei. Und wie gesagt, den 10% Code verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Falls das Video euch gefallen hat, würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback in die Kommentare schreibt oder natürlich via Like-Button. Ansonsten sage ich vielen herzlichen Dank fürs freundliche Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.